Hallo und herzlich willkommen hier auf Lorelle.de. In diesem Video möchte ich euch die ABC über Mitternachtsformel zeigen. Die kann im Gegensatz zur PQ-Formel auch Gleichung lösen wie jetzt diese hier. 2x² plus 2x minus 4 gleich 0. Das können wir jetzt hier auch lösen mit der neuen ABC-Formel. Wir könnten natürlich zuerst hier durch 2 teilen und dann die PQ-Formel anwenden. Aber oftmals wird auch diese ABC-Formel in der Schule unterrichtet oder verwendet. Deswegen möchte ich sie auch kurz hier herleiten und euch zeigen und an diesem Beispiel auch dann anwenden. Also wir suchen natürlich 0 Stellen. Und wie vorhin bei der PQ-Formel leite ich das jetzt erst einmal allgemein her. Das heißt, ich schreibe das allgemein. Das wäre in dem Fall ax² plus bx plus c gleich 0. Ich teile durch das a. Dann steht hier nur noch x² plus b durch a mal x plus c durch a gleich 0. So, ihr seht, wir haben in einem anderen Video das hier, den Term hier p genannt und den hier drüben q und können jetzt dann mit der PQ-Formel das einfach wieder lösen. In dem Skript, das auf der Homepage von uns steht, also auf www.lorelle.de, da mache ich das ausführlich und mache nicht diese Abkürzung über die PQ-Formel. Also wenn euch das genauer interessiert, schaut es einfach danach. Nun, also x1, 2 ist ja minus p halbe. P ist aber b durch a und das halbe, also haben wir b durch 2a plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat, das heißt b durch 2a zum Quadrat. Und das Ganze minus q, q ist bei uns c durch a. Wir versuchen diesen Wurzelterm natürlich genauer jetzt auszurechnen. Dazu, wenn wir das hier ausmultiplizieren, dann gibt es 2a mal 2a, das sind 4a Quadrat, muss ich auf den Hauptnenner bringen, also auch hier hinten auf 4a Quadrat bringen. Das heißt, ich muss den hier mit 4a erweitern. Also minus b durch 2a plus minus die Wurzel. Der gemeinsame Nenner, der Hauptnenner ist also 4a Quadrat. Und damit 4a c erweitert, also 4a c. Ihr seht, hier unten im Nenner kann ich die Wurzel ziehen. Das wäre dann einfach 2a. 2a auch hier vorne. Das heißt, wir können das alles auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Und es ergibt minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. Das hier nennt man die ABC- oder Mitternachtsformel. Die müsst ihr euch einfach merken. Schauen wir uns nun das Beispiel an, das wir am Anfang hatten. 2x² plus 2x minus 4. Wir müssen nur diese Formel benutzen. Jetzt schauen wir mal an. A ist 2. B ebenfalls 2, c minus 4. Nun setzen wir das ein. x1, 2 ist also minus b minus 2 plus minus Wurzel aus b², also 4. Und nun minus 4 mal ac. A mal c gibt minus 8 mal 4 gibt minus 32 und das Ganze sollen wir abziehen, also plus 32. Und wir sollen durch 2 mal a teilen, 2 mal a, in dem Fall 4. Also minus 2 plus minus Wurzel 36 durch 4. Wurzel aus 36 können wir sogar ziehen, also minus 2 plus minus 6 Viertel. x1 minus 2 plus 4 macht
r plus 6 macht plus 4 durch 4, also 1, x2 minus 2 minus 6 gibt minus 8 durch 4 minus 2. Wir haben also diese zwei Lösungen jetzt gefunden. Wir können in dem Fall sagen, diese Funktion hat diese Nullstellen, also 1, 0 und minus 2, 0. Was wir auch noch können, wir können aus diesen Nullstellen mit dem Vorfaktor a nun den Funktionsterm umschreiben, und zwar auf 2 mal, also den Vorfaktor a einfach nehmen, mal x minus 1, x minus die eine Nullstelle, mal x minus die andere Nullstelle, minus minus 2 gibt plus 2. So, das hier, wenn ich jetzt ausmultipliziere, ich bin auch dasselbe, wie das da oben steht, ist hier wieder mal hilfreich, weil hier kann man zum Beispiel die Nullstellen sofort ablesen, wenn man diese Darstellung hätte. So, nun schaut wieder auf jurella.de vorbei, guckt euch auch das Skript dazu mal durch. Vielen Dank.